Ja, ich freue mich, dass ich heute referieren kann zum Thema Online-Projektmanagement. Falls Sie sich wundern sollten, dass dieses Bild so ein bisschen schief ist, das ist in der Tat eine optische Täuschung und das wird auch nicht die einzige optische Täuschung am heutigen Tag bleiben. Ja, vielleicht ganz kurz zum Ablauf heute. Wir werden zunächst uns versuchen an einer Definition. Da gibt es ein paar Sachen, die man klären kann. Dann gucken wir mal in die Ausgangslage, also unter welchen Bedingungen hat sich Projektmanagement eigentlich entwickelt. Vielleicht hat es dort auch Veränderungen gegeben in der Ausgangslage und die haben zu bestimmten Auswirkungen geführt, die natürlich Einfluss haben auch auf Projektmanagement. Stichwort ja online und webbasierte Tools und Entwicklung. Internet ist ja noch relativ neu im Vergleich zum Projektmanagement. Und wir werden uns die Zukunft angucken. Das heißt, es gibt vielleicht einen kleinen Ausblick, vielleicht ein paar Ansätze, wie sich Projektmanagement in Zukunft entwickeln kann. Da sind Sie auch ganz herzlich eingeladen. Also ich werde da nicht komplett Lösungen vorstellen, sondern ich möchte Sie einladen, einen Diskurs zu starten, wie Projektmanagement in Zukunft aussehen kann. Ja, dann starten wir mal mit der Definition. Also der Begriff setzt sich ja aus drei Teilen zusammen. Einmal das Online, dann haben wir das Projekt und das Management. Und ich fange mal hinten an, weil das am einfachsten ist. Also Management ist eigentlich schon in den deutschen Sprachgebrauch eingeflossen. Da kann sich eigentlich jeder was drunter vorstellen. Es geht darum, ja, bestimmte Herausforderungen zu meistern. Vielleicht so wie diese kleine Schachfigur vor einer großen Aufgabe steht. So könnte man auch teilweise die Aufgaben des Managements bezeichnen. Da steckt natürlich das Wort Manage drin, ganz klar, das kennt jeder, das bedeutet führen, leiten, aber auch handhaben, also wie gehe ich mit etwas um? Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie wird etwas gemanagt? Wie gehe ich mit bestimmten Schwierigkeiten oder anderen Situationen um? Welche Coping-Strategien habe ich? Also, ja, Lösungsansätze für bestimmte Problemstellungen. Das heißt, im Management wird meistens über Ziele und Strategien gesprochen. Das heißt, ich setze mir ein Ziel und versuche dann, das auf verschiedenen Wegen umzusetzen, entscheide mich da auch sehr häufig. Manchmal gibt es auch Sackgassen, manchmal muss man neue Wege beschreiten. Es wird über Prozesse gesprochen im Management. Das heißt, wie werden bestimmte Ziele verfolgt? Welche Wege werden eingeschlagen? Und vor allen Dingen geht es um Handlungen. Also wir können natürlich viele Ziele und Strategien aufstellen und darüber philosophieren, aber wenn es nicht sich in entsprechenden Handlungen widerspiegelt, dann sind wir vielleicht im Bereich der Management-Theorie, aber eben nicht im tatsächlichen Management. Ja, der zweite Teil des Begriffes des heutigen Webinars ist das Projekt. Da möchte ich Ihnen ein paar verschiedene Definitionen vorstellen. Es war gar nicht so einfach, diese Pläne zu bekommen. Also Sie kennen vielleicht den Film Ocean's 11, das Casino Bellagio, was da ausgeraubt werden sollte. Da musste ich schon große Beziehungen spielen lassen, um an diese Pläne ranzukommen. Das war ein Projekt an sich schon. Ja, was für Definitionen gibt es? Ich werde jetzt mal die didaktische Methode Lesen und Lesen lassen anwenden. Also schauen Sie sich einfach mal in Ruhe an, wie der Begriff des Projektes definiert wird. Haben wir noch eine zweite Definition? Hier gibt es noch eine dritte Variante.
und am Ende eine vierte, kurz und knappe Variante, was denn ein Projekt sein könnte. Ich fasse mal die wesentlichen Merkmale dieser Definition zusammen. Also alle Forscher oder alle, die sich zum Thema Projektmanagement beschäftigen, gehen eigentlich davon aus, dass ein Projekt etwas zeitlich Begrenztes ist. Also ist keine Daueraufgabe, sondern es hat einen klaren Anfang, einen Startpunkt und auch ein Ende. Es ist eine einmalige Unternehmung, das heißt eben, ja, Daueraufgaben sind davon nicht umfasst. Es ist orientiert an Zielen, insofern deckt sich das schon auch ein bisschen mit der Definition des Managements. Und es hat noch etwas anderes, worauf mich ein Gesprächspartner hier in Oldenburg hingewiesen hat, vor circa einem Jahr. Der war der Meinung, dass ein Projekt auch immer etwas Neues umfassen muss. Und da habe ich sehr lange drüber gegrübelt, konnte mir da selber auch keinen Reim drauf machen, ob das nun eine wesentliche Bedingung für ein Projekt ist, dass es etwas Neues zum Gegenstand hat. Und deswegen möchte ich diese Frage durchaus an Sie auch richten, als Teilnehmer heute. Inwieweit sind Sie denn der Meinung, dass ein Projekt etwas Neues umfassen muss als Gegenstand? Oder vielleicht muss es das gar nicht? Und da würde mich interessieren, welche Argumente Sie dafür haben. Also, ja, wenn Sie der Meinung sind, zu den Bedingungen eines Projektes gehört es, dass etwas Neues unternommen wird, dann schreiben Sie gerne in die Umfrage rein, ja, aber auch aus den und den Gründen. Wenn nein, warum denn nicht? Warum gehört es nicht zu etwas, zu einem Projekt, das etwas Neues unternommen wird? Da bin ich schon ganz gespannt, denn ich selber habe da auch noch keine Meinung zu. Da haben wir schon eine erste Antwort, die geht eher in die Richtung, dass etwas Neues nicht unbedingt Gegenstand eines Projektes sein muss, denn es gibt auch Wiederholungsprojekte. Interessant. Also man kann auch Sachen, die man nochmal versucht oder erneut probiert, auch als Projekt verstehen. In die gleiche Richtung geht auch die zweite Antwort. Also es gibt auch Projekte, deren Ziel es ist, etwas Bestehendes zu optimieren. Weil man da natürlich streiten könnte, ist die Optimierung nicht etwas Neues. Also das ist dann einfach eine Frage der Ausdifferenzierung. Aber interessant, in welche Richtung die Diskussion schon geht oder die ersten Antworten. Ja, da kommt schon der Widerspruch. Erzeugt man nicht durch die Optimierung auch etwas Neues? Das ist die Frage, das ist zu diskutieren. Aber so wie ich das sehe, ist doch der Großteil der Teilnehmer der Meinung, es ist nicht unbedingt eine Bedingung eines Projektes, dass etwas Neues unternommen wird. Einer schreibt noch teils, teils. Wenn ich ein Projekt starte, dann kann das Thema alt sein, aber es ist anders, weil ich es von jemand anderem ausgeführt wird. Okay, ja, das hängt immer dann auch von den beteiligten Personen ab. Wenn ich den gleichen Gegenstand habe, zum Beispiel eine Forschungsfrage oder ein Fördervorhaben, dann kann das von dem einen oder anderen ganz unterschiedlich ausgeführt werden. Ja, dann ist auch die Frage, wenn sich die die Rahmenbedingungen ändern oder auch andere Parameter, neue Parameter sich ergeben, dann führt das natürlich auch zu einem neuen Projekt. Ja, vielen Dank erstmal für dieses erste Stimmungsbild. Das werden wir nicht abschließend klären können. Also ich habe ein paar Anregungen jetzt mitgenommen, auch für mein eigenes, meine eigene Diskussion. Ich finde es ganz spannend zu gucken, muss denn ein Projekt etwas Neues beinhalten oder kann man nicht auch Sachen, die man schon mal gemacht hat, vielleicht erneut machen, nur eben mit anderen Bedingungen? Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zum dritten Teil der Definition des heutigen Webinars Online Projektmanagement.
Da muss ich zugeben, dass ich den Titel mir selber nicht ausgesucht habe. Insofern habe ich aber natürlich das Recht, auch den Titel selbst zu definieren und ja, vielleicht auch umzudefinieren. Und deswegen die Frage, ja, was versteht man eigentlich unter Online-Projektmanagement? Kann man ja auch verschiedene Sachen darunter verstehen. Und man kann den Begriff Online auf zwei verschiedene Arten verstehen. Also man könnte einerseits sagen, das betrifft die Tools, also Online-Tools, webbasierte Tools und die Technologie, die dahinter steckt. Oder man versteht Online eher als Prinzip, als Grundsatz, der dahinter steckt. Also das heißt, webbasierte Tools führen natürlich auch zu einer Änderung von Bedingungen, von Verhalten auch bei Menschen. Und das Interessante ist natürlich, was sind die Prinzipien, die dahinter stecken? Und darum soll es heute auch gehen. Es soll weniger um die Tools und die Technologie gehen, sondern um die Prinzipien, die das Internet, sage ich jetzt mal so, mit sich gebracht hat und welche Änderungen das auf das Projektmanagement gebracht hat. Also wer jetzt erwartet hat, dass ich Online-Projektmanagement-Tools oder Programme vorstelle, der wird wahrscheinlich etwas enttäuscht sein. Also darum soll es heute nicht gehen, sondern eben um das Prinzip oder die Prinzipien, die sich hinter dem Begriff Online verbergen. Ja, nachdem wir das geklärt haben, die Definition, schauen wir uns mal die Ausgangslage an, unter der sich das Projektmanagement entwickelt hat in den ja, vergangenen vielleicht 50 bis 60 Jahren. Und dazu werden wir einen Blick in die Wirtschaft werfen. Projektmanagement kommt ja größtenteils aus der Wirtschaft, aber Sie werden auch sehen, das, was wir heute diskutieren, das kann man auch sehr gut übertragen auf anderen Kontext, zum Beispiel eben auch auf den Hochschulkontext oder andere Organisationsformen, die als Projekt arbeiten. Also das kann auch im ehrenamtlichen Bereich sein. Es geht im Wesentlichen um die ja, Strukturen, um die Prinzipien, die sich vielleicht verändert haben aufgrund der Entwicklung des Internets. Und dazu möchte ich Sie einladen zu einem kleinen historischen Exkurs. Ich habe mir den DeLorean mal von Herrn Bonsack ausgeborgt. Der hatte den vergangene Woche auch schon verwendet in seinem Webinar für eine kleine Zeitreise. Und wir stellen den Fluxkompensator auf das Jahr 1750 ein und schießen dann mal los und begeben uns in die Vergangenheit. Und da haben wir so einen kleinen Felsbrocken in der Nordsee, der im Jahre 1750 ungefähr ja, 1,9% der Weltbevölkerung ausmacht, also verschwindend gering. Und dementsprechend ist auch die Produktion, die von diesem Felsbrocken in alle Welt ausgeschickt wird. Aber schon 80 Jahre später, also 1830, kommen von diesem kleinen Brocken in der Nordsee etwa 10% der weltweiten Güterproduktion, was extrem viel ist. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Was ist denn da passiert in der Zeit? Und weshalb hat es da so einen riesigen Sprung an Produktivität gegeben. Und da gucken wir uns mal an, wie das Leben damals war. Das war sehr hart. Also die Leute mussten sehr hart schuften in Minen und in Kohlegruben. Und besonders hart war das Leben für die Grubenbesitzer, denn denen ist immer das Wasser in ihre Kohlegruben reingelaufen und sie konnten dann nicht weiter Kohle abbauen lassen. Und deswegen haben sie diesen Typen hier bekniet, er möge doch bitte etwas erfinden, was die Pumpen damals leistungsfähiger macht, um das Wasser da aus den Gruben rauszupumpen. Und der hat 12 Jahre lang getüftelt, bis er dieses Gerät erfunden hat. Das kennen Sie wahrscheinlich alle noch aus der Schulzeit. Vielleicht hat der ein oder andere auch mal ein
Modell in Live gesehen. Hier ist es jetzt angeschlossen an einen Blasebalg, aber es war natürlich auch für die Wasserpumpen ein enormer Produktivitätsgewinn. Die Rede ist natürlich von der Dampfmaschine und der gute James Watt hatte aber ein Problem damals. Er wusste nicht so recht, wie er das Ding verkaufen sollte, weil die Leute, die Grubenbesitzer natürlich die Frage hatten, ja, was kann denn das leisten? Also, wie kann ich das denn vergleichen? Und da kam er auf die Idee, das mit einer altbekannten Größe zu vergleichen, nämlich der Kraft eines Pferdes. Und deswegen messen wir heute eigentlich noch alle Maschinen oder die Leistung aller Maschinen in Pferdestärken. Und das ist natürlich auch das, was die Männer und auch Frauenherzen höher schlagen lässt, wenn sie über bestimmte Kfz-Merkmale sprechen. Ja, und was war dann die Folge? Dieses kleine Ding hat dann einen enormen industriellen Aufschwung ausgelöst. Es ging natürlich um die Kohle im mehrfachen Sinne. Also die Grubenbesitzer konnten dank der Dampfmaschine von Herrn Watt ihre Gruben besser entwässern, konnten die Schächte tiefer treiben, konnten Kohle fördern, viel billiger, viel häufiger und in besserer Qualität. Und das löste natürlich, wie wir alle wissen, den ersten industriellen Aufschwung aus. Und diese Kohle befeuerte natürlich nicht nur die Haushalte, sondern trug auch zur Herstellung eines anderen Gutes sehr wesentlich bei, nämlich dem Eisen. Und das war eigentlich der Auslöser für die Steigerung der Produktion und der Produktivität dieses kleinen Felsbrockens in der Nordsee. Also mit der massenhaften Verfügung von Kohle konnte Eisen auch massenhaft hergestellt werden, billig hergestellt werden, konnte in Haushalten, in Fabriken, im öffentlichen Leben Einzug halten. Hier haben wir zum Beispiel die erste gusseiserne Brücke. Ja, die wurde 1779 installiert. Ja, Transportwege vereinfachten sich, es wurden Kanäle gebaut, Brücken gebaut, der Handel zwischen den Städten kam in Schwung. Es gab die ersten Schiffe mit Eisenplatten, die natürlich wesentlich robuster waren und besser die Waren von A nach B transportieren konnten als die alten Holzkähne, die dann doch öfter mal untergegangen sind. Auch auf Hochsee spielte Eisen eine große Rolle. Vielleicht ein paar Daten. Also der Eisenausstoß verfünffachte sich zwischen 1788 und 1815 und das sogar bei sinkenden Preisen. Also 1801 kostete eine Tonne Eisen 22 Pfund Sterling und 1810 13 Pfund. Also der Preis ging nach unten, trotzdem vervielfältigte sich der Ausstoß um ein Vielfaches und ja, Eisenträger wurden für alles Mögliche verwandt, für den Hausbau, für Möbel, für Maschinen, für Kanäle, Brücken und so weiter. Und die Briten mussten sich sogar Erz aus Schweden heranschaffen, um die Nachfrage ihrer Hochöfen zu stillen. Und natürlich gab es auch wieder Ärger mit Frankreich, das ist klar. Wenn die eine Nation ein bisschen wächst, dann sind die anderen ganz neidisch. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ein zweiter Industriezweig erlebte durch die Dampfmaschine seine Blüte. Das war die Textilindustrie. Also die stellte 1770 erst 3% der Industrieproduktion und 1801 waren es dann schon 17%. Also da ein riesiger Boom, ein Wirtschaftsaufschwung nur wegen dieser kleinen Erfindung von Herrn Watt und die Herstellungskosten halbierten sich zwischen 1780 und 1790 für Baumwollgarn. Und ja, der Import von Rohbaumwolle verdoppelte sich alle paar Jahre. 1783 waren es 16 Millionen Pfund, 1787 schon 29 Millionen Pfund und 1856 Millionen Pfund an Rohbaumwolle, der importiert wurde und dann zu Textilien weiterverarbeitet wurde. Also der Produktivitätsgewinn war enorm, wurde anfangs noch auf diese Art und Weise
Gewoben sah das dann später schon so aus, also dampfgetriebene Webstühle. Man kann sehr schön auf der rechten Seite sehen, wo dann der Riemen angeschlossen war für die Dampfmaschine. Also Produktivität stieg um das 300- bis 400-fache allein durch die Dampfmaschine im Vergleich zur manuellen Kraft. Ja, und die Engländer haben natürlich Eisen nicht nur für Brücken und für Maschinen verwendet, sondern auch für sowas hier. Das war auch nicht unwichtig im Kampf oder im Konkurrenz der Nationen, vor allen Dingen zu den Franzosen. Die napoleonischen Kriege wurden gewonnen. In Waterloo gab es ein Desaster für Napoleon. Das ist auch in den Sprachgebrauch übergegangen. Und da vielleicht noch ein Zitat von dem Duke of Wellington über seine eigenen Truppen in der Schlacht von Waterloo. Der sagte nämlich, I don't know what they do to the enemy, but my God, they frighten me. Also der hatte wirklich Angst vor seinen eigenen Truppen. Und also es ist nicht überliefert, inwieweit er dann später noch in weitere Feldzüge durchgeführt hat. Ja. Warum erzähle ich das alles? Was hat das alles mit Projektmanagement zu tun? Der kleine Brocken da in der Nordsee, der errichtete im Anschluss ein weltumspannendes ein Herrschaftsgebiet, das bekannt ist als British Empire. Und die Frage ist natürlich, dies haben die ja nicht einfach so gemacht, die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Und warum sind die denn damals so mächtig gewesen? Und das ist nicht der Fall, weil sie etwa niedrige Steuern hatten oder niedrige Zinsen oder die Geldmenge irgendwie geregelt wurde, sondern sie haben die Basistechnologie der damaligen Zeit am besten implementiert in ihre Gesellschaft. Und das führte zu einem gigantischen Wirtschaftswachstum und das führte dazu, dass sie fast über die halbe Welt herrschen konnten. Und Ludwig der 14., der nutzte die Dampfkraft, um seine Paläste zu heizen. Und die deutschen Adligen, die träumten noch vom Rittertum, während aus britischen Lords Geschäftsleute wurden, sodass ein riesiger Herrschaftsbereich aufgebaut werden konnte. Das vielleicht als kleinen Rückblick in die Wirtschaft. Also wir sehen, die gesellschaftliche Implementation von Basistechnologien führt zu einem Aufschwung. Also es ist nicht immer eine finanzielle Geschichte. Wirtschaft ist durchaus auch eine kulturelle Leistung, inwieweit man neuer Technologie mit Misstrauen begegnet oder die mit offenen Armen empfängt und das integriert in die Abläufe. Wir haben aber ein Problem, und das haben wir alle, das haben nicht nur die Briten, Franzosen oder wer auch immer, die Wirtschaft wächst nicht gleichmäßig. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Wirtschaft ist ja nicht etwas Losgelöstes von der Realität, sondern wir haben bestimmte Produktionsfaktoren. Ich nenne die jetzt mal A, B, C. Und manche von diesen haben ein höheres Potenzial als andere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Kohle fördern will, dann gibt es bestimmte Faktoren, die wichtig für sind. Also ich brauche Manpower, ich brauche finanzielle Ressourcen, aber ich brauche eben auch die Pumpen, um das Wasser aus den Gruben rauszuholen. Und deswegen gibt es immer ein Limit. Also einer der drei Faktoren ist immer limitierend für die anderen. Man kann jetzt im Bereich A, kann man nicht weiter wachsen, wenn der Bereich B auch nicht weiter wächst. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für das Wirtschaftswachstum an sich, denn man muss quasi diese Produktivitätsgrenze, die ist quasi hier, potenziell ginge es höher, aber dadurch, dass der Block B, der Produktionsfaktor, nicht weiter wächst, können auch die anderen sich nicht weiter entfalten. Und diese Produktivitätsgrenze, die gilt es zu überwinden. Das haben die Briten damals geschafft mit der Dampfmaschine. Dadurch konnten sie eben das Wasser aus den Gruben raushalten und dadurch konnten dann alle Faktoren auch weiter wachsen.
Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn es zum Beispiel um die heutige Zeit geht. Also vielleicht für diejenigen, die da schon Blut geleckt haben, die könnten schon mal überlegen, was denn heute die realen Produktivitätsgrenzen sind. Dann gucken wir mal etwas weiter in die Zukunft. Im Jahr 1820 stellte sich das gleiche Problem, was ich eben skizziert hatte. Also es gab wieder einen limitierenden Faktor, der so das Wirtschaftswachstum ausgebremst hat. Und das war dieser. Es war natürlich sehr schön, die Waren von A nach B zu transportieren, aber mit den alten Pferdekutschen war das schwierig zu machen auf den lehmigen Wegen, und dann hat es auch sehr häufig geregnet in England, also nicht nur hier in Oldenburg, auch auf der Insel war immer schlechtes Wetter und die Karren sind nicht so recht vorangekommen. Das heißt, es musste eine neue Erfindung her, und das war natürlich die Eisenbahn, die dann wiederum für einen neuen Produktivitätsschub gesorgt hat. Also der limitierende Faktor waren die Transportkosten, und das war auch nicht zu machen, dass man jetzt mit einem oder mit weiteren Pferdekutschen da eine Produktivitätssteigerung erzielt hätte. Also ob man jetzt eine Pferdekutsche auf den Weg schickt oder 10, das hat die Grenzen nicht überwunden. Also jede weitere Pferdekutsche hat die Wirtschaft damals nicht produktiver gemacht, und deswegen war das so erfolgreich, dass dann die Eisenbahn sich durchsetzen konnte. Die Vorteile brauche ich nicht zu erläutern. Also man kann Waren über größere Strecken transportieren, vor allen Dingen auch witterungsunabhängig. Das heißt, die Ergebnisse waren wesentlich besser. Der Handel kam in Schwung zwischen den Städten. Das Eisenbahnnetz breitete sich über den ganzen Planeten aus, und man konnte die alten Pferdekutschen im Stall stehen lassen. Vielleicht als Verdeutlichung, wie sich das Ganze ausgebreitet hat. Das sah dann jetzt so aus, dass wir, wenn wir das hier als Zeitachse nehmen und hier oben einfach als Anzahl der Schienenkilometer, dann sah das in etwa so aus. Also 1820 gab es noch kaum Kilometer, da waren die ersten Strecken zwischen Liverpool und Manchester oder auch in Deutschland hier, ich glaube bei Nürnberg, zwischen Nürnberg und Fürth oder auch in Leipzig gab es dann die ersten Eisenbahnkilometer. Und bis 1920 war im Prinzip das ganze Infrastrukturnetz erschlossen. Und das Interessante ist, dass diese Grafik uns immer wieder begegnet. Und wir haben immer drei Phasen. Erste Phase ist quasi diese, das ist die Anlaufphase. Da sind Investitionen noch sehr wenig einträglich. Man muss erstmal einen bestimmten Peak überwinden, bevor sich das lohnt. Dann gibt es die zweite Phase, das ist sozusagen die Boomphase. Da investiert fast jeder in Eisenbahnaktien und kann sich da einen goldenen Reibach verdienen. Und dann gibt es die dritte Phase, das ist eigentlich die spannendste. Quasi zum Ende hin wird das Ganze wieder weniger produktiv. Das heißt, mit jedem weiteren Eisenbahnkilometer wird die ganze Sache nicht mehr produktiver. Das ist das gleiche wie mit den Pferdekutschen. Also je mehr Pferdekutschen ich einsetze, desto höher sind zwar meine Transportkosten, aber die Effizienz, die Produktivität steigt dadurch nicht mehr. Und das Spannende an der Sache ist, das ging bei der Eisenbahn genauso. Also als dann das ganze Netz erschlossen war, nicht nur in Europa, auch Amerika und weltweit, lohnte es sich einfach nicht mehr, in Eisenbahnkilometer zu investieren. Ja, und was passierte dann? Ja, das Kapital sammelte sich an den Börsen. Es gab eben keine wirklich gute Investitionsmöglichkeit mehr in der realen Welt. Und dementsprechend crashte dann die Börse 1893, vor allen Dingen mit den Eisenbahnaktien. Und ja, das können wir abkürzen an dieser Stelle. Also wir sollten uns gut überlegen, dass wir nicht zu viel Geld in Eisenbahnen stecken. Das ist
heutzutage nicht mehr die Basistechnologie, die uns voranbringt. Vielleicht führt da auch das ein oder andere aufs Abstellgleis. Und was wir aber daraus mitnehmen können als Erkenntnis ist, dass wir ja, nach den limitierenden Faktoren suchen müssen, nach den Produktivitätsgrenzen. Und das ist auch eine Aufgabe, die das Projektmanagement leisten kann und leisten muss, auch aus meiner Sicht, dass man eben guckt, wo liegen denn heute die Produktivitätsgrenzen? Ich komme gleich noch dazu, wie die Situation heute aussieht, und dass man diese überwindet. Denn sonst wächst die Wirtschaft nicht und wir werden keinen Wohlstand haben und den können wir dann auch nicht verteilen untereinander. So, jetzt kann ich nochmal abkürzen. Also Sie sehen hier die fünf Zyklen, die sozusagen in der Wirtschaftswissenschaft diskutiert werden, sage ich mal neutral. Also es gibt nicht jeden Vertreter, der das auch so sieht. Das ist jetzt die sogenannte Kondratjew-Theorie von einem russischen Ökonomen Anfang des 19. Jahrhunderts. Der musste leider mit seinem Leben dafür bezahlen, weil er damals das postuliert hat. Aber man kann diese Wellen durchaus nachweisen in der realen Welt, also auch in der Ausbreitung von Eisenbahnkilometern oder auch von Elektrizität. Das kann ich vielleicht auch noch symbolisieren. Also die gleiche Grafik könnte man genauso gut auch malen für die Elektrifizierung. Also wie viele Haushalte oder wie viele Industriezweige sind eigentlich an die Elektrifizierung angeschlossen, ist genau das gleiche. Das ist dann von 1890 bis etwa 1920. Auch da haben wir wieder eine Anfangsphase, die sehr gekennzeichnet ist von ja, Bedenken gegenüber der Elektrizität. Oh Gott, eine gefährliche Energiequelle, was richtet die an? Das ist noch relativ unsicher. Aber dann setzt sie sich durch und es gibt massive Investitionen. Deutschland profitiert übrigens auch in diesem Zyklus. Also es ist kein Zufall, dass große Unternehmen wie Siemens oder AEG oder Bosch oder auch die Stahlindustrie, die profitierte damals von der Elektrizität. Die Hochöfen konnten mit der elektrischen Energie wesentlich höher geheizt werden. Aus Eisen wurde Stahl. Auch da könnte man die gleiche Grafik malen, also wie quasi sich das Verhältnis entwickelt hat von Gusseisen zum Stahl. Das ging los 1860. Da haben wir das Gusseisen, das macht diese Kurve. Und wir haben den Stahl, der macht diese Kurve. Also etwa 1900 war der ja, Break-Even und 1950 hatte man eigentlich alles auf Stahl umgestellt aufgrund der Elektrifizierung. Und vielleicht noch eine Grafik zum Thema vierter Zyklus, Stichwort Verbrennungsmotor, Kfz, Rohölförderung. Genau das Gleiche, also wir haben im Jahr 1900 die ersten Ansätze von Ölförderung bis zum Jahr, ich habe jetzt bis 1995, da haben wir etwa so den Höhepunkt der Ölförderung erreicht. Und auch hier sehen wir wieder in den Realitäten, also in der realen Welt, wenn man jetzt zählt und misst, wie stark das Öl sich durchgesetzt hat. Da kann man erkennen, okay, wir sind vielleicht auch am Ende von so einem Zyklus. Wesentlich produktiver wird es jetzt nicht mehr. Und die Frage ist dann eben, was kommt danach? Ja, da sind wir wieder. Also, es gab dann eben vier von diesen Zyklen. Der letzte ist die Informationstechnik. Da gehe ich gleich noch drauf ein, weil da wird es natürlich auch spannend für das Thema Projektmanagement. Das entwickelte sich zusammen mit der EDV. Und das Ganze können Sie auch finden, ja, in einem schönen Buch zusammengefasst. Jetzt ist das Problem, ich habe das zu Hause vergessen. Ich wollte es eigentlich hier vorführen. Aber ich lasse mir mal was einfallen. Ich bin mal so frei oder nein, ich mache das anders.
Wir haben hier einen Blick auf das Homeoffice bei mir zu Hause. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell das Buch holen, damit ich das Ihnen vorstellen kann. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Also ein einmaliges Experiment im Webinar-Zirkus. Das Beamen hat funktioniert. Also hier ist das Buch, die Geschichte der Zukunft von Erik Händler. Ich kann es gleich nochmal einblenden. Da ist es. Ja, das fasst das Ganze so ein bisschen zusammen und die Geschichte der Wirtschaft und wie sich das entwickelt hat in Bezug auf die Produktivität. Und jetzt springen wir mal ins Jahr 1940. Das ist relativ nah an der Gegenwart. Die Älteren werden sich noch erinnern. Da gab es so eine schöne Maschine. Das ist der Z3 von Konrad Zuse. Also die Anfänge der EDV, die Anfänge der modernen Informationstechnik. Das sah dann später so aus in den 70ern. Der Apple I, 1976 war das. 1977 sah das schon viel besser aus, der Apple II. Ja, und heutzutage, da brauchen Sie sich einfach nur mal umzugucken an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz, was da so für Geräte rumstehen. Und die Frage ist natürlich, was hat sich dadurch geändert? Also welche Produktivitätsgewinne haben denn eigentlich diese Geräte hervorgerufen? Und das ist vor allen Dingen natürlich die Datenverarbeitung. Also wenn Sie an alte Aktenordner denken oder Telefonverbindungen, die mussten in den 60er Jahren noch mühsam verstöpselt werden. Und durch den Einzug der Computertechnologie hat sich das wesentlich verbessert. Also es gibt Untersuchungen, wenn Telefonieren auf dem Stand der 60er Jahre geblieben wäre, dann würden wir alle jetzt damit beschäftigt sein, Gespräche zu verstöpseln und könnten nicht das tun, was wir tun, nämlich mit Informationen arbeiten. Der große Vorteil ist eben, dass wir, wenn wir eine Datei suchen, wir müssen nicht zum Aktenschrank gehen und mühsam in den Ordnern wühlen, wo haben wir die nochmal abgelegt. Das kriegen wir in Sekundenbruch, in Sekundenschnelle, kriegen wir das von Google oder sonst wem geliefert in unseren ja, Speicher. Und auch der Vorteil des Mobiltelefonierens ist eben, man kann Dinge von unterwegs erledigen. Man muss nicht präsent sein an einem Ort. Man wird zeitunabhängig, man wird ein bisschen ortsunabhängig auch. Und das ist ein gigantischer Produktivitätszuwachs, der sich jetzt aber langsam erschöpft hat. Also jeder weitere PC oder jeder weitere Rechner auf unserem Tisch, der macht uns nicht wesentlich produktiver. Das ist das Problem. Wir stoßen wieder an Grenzen. Wir haben ja schon die Dotcom-Blase erlebt. Also da gab es schon mal so einen kleinen Crash an der Börse. Und das Gleiche haben wir jetzt auch wieder. Also es ist sehr viel Kapital im Umlauf, sehr viel ja, Kapital, was auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten ist. Aber viel schneller oder viel besser können wir die Geräte eigentlich gar nicht mehr machen. Und selbst wenn wir es machen, es nutzt uns nichts. Also ob ich jetzt ein Dokument in 0,5 Sekunden oder 0,2 Sekunden öffnen kann, das macht uns nicht wesentlich produktiver. Und das zweite oder dritte Mobiltelefon, ja, ist eben auch kein Zuwachs mehr gegenüber dem ersten Mobiltelefon. Da war der Unterschied noch sehr groß, im Gegensatz zum Festnetztelefon oder ein stationärer Anschluss, auf den ich angewiesen war. Und die jetzt diese Produktivitätsgewinne sind erschöpft. Das heißt, die Frage ist, wo liegen denn die Produktivitätsreserven heute? Und da können wir mal ein Zwischenfazit ziehen. Also warum sind die Briten so mächtig im 19. Jahrhundert? Naja, sie haben eben eine
oder zwei der Schlüsseltechnologien umgesetzt, in ihre Gesellschaft, in ihre Wirtschaft integriert, konnten ihre Produktivität steigern. Im dritten und vierten Zyklus profitiert auch Deutschland von der Elektroindustrie, von der Stahlindustrie, im vierten Zyklus von der Autoindustrie und im fünften, der die EDV beschreibt, da sind die USA und Japan ganz vorn dabei, weil sie eben die entscheidenden Basisinnovationen in ihre Gesellschaft super integriert haben. Ja, und die letzten großen Produktivitätsgewinne hatte ich eben kurz skizziert. Das ist eben durch die EDV gekommen. Also dadurch, dass wir nicht mehr Telefongespräche verstöpseln müssen und nicht mehr an unseren Aktenschrank gehen müssen und mühsam in den Archiven irgendwelche Dokumente suchen müssen. Dadurch sind wir produktiver geworden. Aber die Frage ist halt, wo liegen die Produktivitätsreserven heute? Und das ist eine ganz reale Grenze. Das hat nichts mit Geld zu tun. Also als Beispiel, es fehlt jetzt an Programmierern und wie kriege ich die Programmierer her? Die muss ich ausbilden. Ich kann den vorhandenen Programmierern, die schon 24 Stunden am Tag arbeiten und 7 Tage die Woche arbeiten, den kann ich natürlich mehr Geld zahlen, aber dadurch werden sie nicht produktiver. Also da ist eben die Frage, wo liegen die Grenzen heute und wie muss Projektmanagement ausgestaltet sein, damit wir heute produktiver arbeiten können. So, und das habe ich jetzt mal kurz skizziert, die Vergangenheit. Jetzt gucken wir uns mal die Auswirkungen an auf die Realität. Wir haben den sogenannten Wandel zur Informationsarbeit. Das heißt, früher waren 9 von 10 Menschen damit beschäftigt, zu schrauben, zu sägen, zu fräsen, etwas zu montieren. Und nur 1 von 10 war beschäftigt, das Ganze zu planen, zu projektieren, zu koordinieren und Probleme zu lösen. Und das hat sich eben gewandelt. Also ganz viele von uns arbeiten jetzt mit Informationen. Also gar nicht mehr an Sachen oder an Dingen, sondern mit Informationen. Und da ist eben die Frage, was macht uns da produktiver? Und wie können oder wie müssen Projekte ausgestaltet sein, damit wir produktiv mit den Informationen umgehen? Und da ist so meine Beobachtung, wir sind noch gar nicht so weit. Also wir haben zwar den Wandel, also der betrifft uns irgendwie alle, aber so die Einstellung ist mancherorts noch gar nicht, hat sich noch gar nicht angepasst. Da gibt es eine schöne Analogie in der Animal Farm. Da gibt es nämlich ein Tier, was auf alle neuen Herausforderungen immer nur eine Antwort kennt, und das ist das Pferd. Das Pferd sagt immer, I work harder, also ich werde noch stärker arbeiten, noch mehr rackern und ackern, und genau das begegnet einem heutzutage auch immer öfter oder immer mal wieder, dass das so mit einer gewissen Anerkennung ausgesprochen wird, ja, jemand ackert wie ein Pferd, und da denke ich, das ist noch das alte Muster aus der Industriegesellschaft, denn heute ist eher die Frage, können wir uns eigentlich schon darauf einlassen, die Informationsarbeit zu honorieren? Also wenn jemand zum Beispiel mittags schon nach Hause geht, dann rümpft man die Nase, wieso geht denn der mittags schon nach Hause? Ja, vielleicht hat er zu Hause eine tolle Idee und kommt da mit am nächsten Tag wieder und bringt die Idee ein, und dadurch wird ein Problem gelöst und Kosten werden gespart. Und das ist eben das Ding, wie ist unsere Einstellung dazu, zu dieser Informationsarbeit? Es gibt viele, die arbeiten noch wie Pferde, aber zu welchem Preis? Und das war jetzt die Folie. Also wir haben echt Kosten in der Gesellschaft, die so die protestantische Arbeitsethik, Max Weber hat das so schön formuliert, die protestantische Arbeitsethik hat einen Preis, und den bezahlen wir häufig mit Kosten. Also viele haben Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes und bekämpfen diese Angst mit solchen geistigen Mitteln. Das kostet uns ungefähr 24 Milliarden Euro im Jahr, also jedes Jahr, allein im Gesundheitssystem. Oder es gibt eine Studie von einem Psychologen aus Dresden, der sagt, jeder zweite Arbeitnehmer hat innerlich gekündigt.
Und die Frage ist, wie lange wollen wir uns das leisten, auf diese Menschen zu verzichten? 16% nach einer Gallup-Studie, die machen das jedes Jahr, die befragen die Leute nach der Arbeitszufriedenheit. 16% haben sich völlig verabschiedet innerlich. Die arbeiten unproduktiv, machen Dienst nach Vorschrift oder das geht sogar bis zur Sabotage. Und das kostet uns alles zusammen circa 250 Milliarden Euro jedes Jahr. 250 Milliarden Euro. Und da ist eben die Frage, ja, könnten wir das Geld nicht verwenden und in andere Sachen reinstecken, um unsere Produktivität wieder zu erhöhen? Es gibt andere Untersuchungen, da wurden die Leute gefragt, ja, wie viel Prozent ihres Wissens wird eigentlich auf Arbeit genutzt? Die sagen 20 bis 40%, und gleichzeitig wird aber angegeben, 60 bis 80% ist das Wissen wichtig für die Wertschöpfung. Also auch da haben wir ein riesiges Potenzial. Ja, dann vielleicht, ich sehe schon, die Uhr ist schon sehr weit fortgeschritten, also auch da muss ich ein bisschen produktiver werden. Dann mache ich den Exkurs, den lasse ich mal weg. Also die Frage ist, was leisten wir eigentlich? Was hindert uns daran, produktiv zu werden? So, wir sind jetzt wieder hier und das müssen wir noch skizzieren. Wir haben heutzutage, oder anders gesagt, wir haben damals gehabt die Industriegesellschaft, und der Klassiker ist eigentlich das Ford-T-Modell. Das ist die klassische Fließbandarbeit. Und da war, was ich schon gesagt hatte, hatten wir sehr viele Arbeiter, die am Fließband tätig waren, und wenige Planer, die wirklich mit Informationen gearbeitet haben. Und heute haben wir ein anderes Bild. Heute arbeiten wir vernetzt mit Informationen. Genau, mit Informationen. Das ist der Unterschied. Arbeit mit Informationen. Das Ganze hat sich also etwas virtualisiert, während die Arbeiter noch wirklich an Dingen gearbeitet haben, sind wir heute im Bereich der Informationsarbeit. Und das heißt natürlich, wir haben ganz andere Anforderungen an das Management. Wir haben früher etwa diese Struktur gehabt, eine eher hierarchische Struktur. Das nenne ich mal den Supermanager, von dem quasi alle Entscheidungen im Unternehmen ausgingen, und die wurden dann von oben nach unten weitergegeben. Das Interessante ist, da gibt es auch Untersuchungen, inwieweit sich das quasi nach unten fortsetzt, und da wurde festgestellt, bis zur zweiten Ebene sind die Informationen, kommen die noch so an, wie der Kollege da oben sich das vorgestellt hat, aber alles, was darunter ist, wird schon ganz anders gehandhabt als vorgegeben. Das sind natürlich dann auch Produktivitätsreserven. Und heute sieht es aufgrund der webbasierten Arbeit eher so aus. Also wir haben vernetzte Individuen, die sich immer mal wieder neu zusammenfinden, je nach Projekt, je nach Konstellation gibt es dann eben neue Zusammensetzungen, arbeiten die mal ein bisschen stärker zusammen und dann andere oder die beiden. Und das setzt natürlich ganz andere Voraussetzungen daran, wie man ein Projekt oder ein Unternehmen organisiert. Also das würde ich auch nennen, vernetzte Informationsarbeiter. Und auch das Lernen hat sich auch verändert. Wir hatten jetzt in der Ecold-Evaluation eine spannende Frage von dem Herrn Hesse, der sagte, okay, das Lernen hat sich verändert, es gibt das Wissen, was die Studierenden mitbringen, und es gibt die Frage des Zugangs zu Wissen. Und da fragte er, ja, wie muss denn eine digitale Ressource aussehen, um zugänglich zu sein zum Lernen? Und ich denke, früher war es so, da hatten wir einen großen Block an Informationen, und die kleinen Menschen, die mussten sich das irgendwie mühsam erarbeiten, die Infos. Und heute sieht es eben anders aus. Heute haben wir diese vernetzte Struktur, also arbeitsteilig arbeitende Studierende in Gruppenarbeiten, auch die sich gegenseitig austauschen, informieren. Und dementsprechend müsste das Wissen eigentlich so aufgebaut sein. Also kleine Pakete als digitale Ressource,
Und die Gruppe als Ganzes begibt sich dann eben in diesen Raum und der eine guckt sich dies an, der andere das, dann findet eben ein Austausch statt. Und so müsste eigentlich das Lernen oder die digitalen Ressourcen auch strukturiert sein. Aber das vielleicht nur als Exkurs. Ja, nochmal bei zwei Zitaten von zwei wirklich sehr profunden Management-Kennern, die eben dieses hier sagen. Das war der eine und das ist der andere. Also wir müssen grundsätzlich nachdenken über eine andere Strukturierung von Projekten, von Unternehmen, von Organisationen. Und das habe ich mir mal erlaubt als kleinen Scherz für meinen Vorredner von letzter Woche, die Bonesack Machine von 1881, die war zum Zigarettendrehen. Die ist natürlich noch nicht so komplex, aber Stephen Hawking sagt, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Komplexität. Das heißt, Maschinen sehen eher so aus. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben einen Azubi, der weiß, dass diese Maschine in einem Monat kaputt gehen wird. Aber weil er sich nicht wertgeschätzt fühlt im Unternehmen, wird er diese Informationen nicht weitergeben. Und die Maschine geht eben kaputt. Er verlässt vielleicht das Unternehmen vorher. Und wir haben einen riesigen Schaden. Und das ist quasi ein unproduktiver Umgang mit Informationen. Oder anderes Beispiel. Wir haben eine Führungskraft, die will in ein wichtiges Meeting. Und die Sekretärin fühlt sich aber ja gemobbt vielleicht und gibt ihm die entscheidende Mappe nicht mit ins Gespräch. Also sie kann es tun, sie kann es aber auch unterlassen. Und die Folge ist, ja, das Kundengespräch verläuft vielleicht schlechter als erwartet. Der Kunde unterzeichnet seinen Vertrag bei einem anderen Anbieter. Und schon haben wir auch hier einen gigantischen Schaden. Also mit zunehmender Komplexität kann der Einzelne immer weniger ausrichten, also muss sich mit anderen verbünden, um Erfolge zu erzielen, kann aber immer mehr anrichten. Ja, das schlimmste Beispiel von unproduktiver Informationsarbeit ist dieses hier. Den Schaden, den kann man gar nicht beziffern, der geht in die Milliarden und natürlich auch in Personenschaden. Das war einfach so, ein Geheimdienst wusste, dass weitere Anschläge geplant sind und der andere Geheimdienst wusste, da gibt es Flugschüler, die wollen nicht landen üben. Und weil die sich nicht grün waren, wurde diese Information nicht weitergegeben. Und das ist dann das Ergebnis. Das heißt, wir müssen uns in Zukunft so organisieren, dass Informationen schneller und effektiver an die Stellen im Unternehmen fließen, wo sie gebraucht werden. Und da brauchen wir das Wissen von jedem in der Organisation. Und ja, meine These ist, wenn wir das nicht hinkriegen, also es wird Unternehmen geben, die kriegen das hin oder Organisationen, die bilden da eine gute Informationskultur aus. Und es gibt andere, die tun das nicht und die enden dann so. Und damit wir nicht so enden, wollen wir mal gemeinsam gucken in die Zukunft. Die Frage ist also, wie kann der Informationsfluss in Projekten optimiert werden? Und ja, wie ich schon anfangs gesagt hatte, da sind Sie gefragt. Ich kann da keine endgültigen Lösungen anbieten. Ich kann gleich noch im Anschluss vielleicht ein paar Sätze zu möglichen Ansätzen bringen. Deswegen erstmal die Frage an Sie: Wie kann der Informationsfluss zwischen den Menschen optimiert werden? Was sind Ihre Ideen? Also, wir haben gesehen, die Maschinen machen uns nicht wesentlich produktiver. Wir haben die Informationen zwischen den Maschinen haben wir optimiert. Die Frage ist, wie können wir das zwischen den Menschen auch tun? Oder haben wir noch eine Idee? Wunderbar. Wichtige Informationen an Orten ablegen, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Ganz genau. Also das wäre ein Ansatz, dass man es quasi nicht oder dass man es von den Personen unabhängig macht, dass man Wissen überall zur Verfügung stellt für jeden in der Organisation, der dann darauf zugreifen kann. Ja, die Paywalls bei wissenschaftlichen Artikeln, das ist so ein Thema für sich. Es gibt einige, die sind der Meinung, mit dem öffentlichen Gehalt müssen die Forschungsergebnisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Mehr Kaffeeküchen, ja. Da findet dann der informelle Informationsaustausch statt. Open Access. Das sind Ansätze, das ist völlig richtig.
um den Informationsfluss zwischen den Menschen zu optimieren. Wunderbar. Vielen Dank für die Anregungen und Ideen. Jetzt bin ich schon ein bisschen über der Zeit, aber ich will trotzdem es nicht versäumen, ein paar Anregungen noch reinzuwerfen. Wir haben das Problem, alte Unternehmensstrukturen lösen sich auf, die neuen haben sich noch nicht so richtig gebildet und die Menschen finden sich noch nicht so mit da zurecht, mit flachen Hierarchien. Es geht um die Handlungen, also in Zukunft werden Produktivitätsunterschiede, werden Verhaltensunterschiede sein. Also wie wir miteinander umgehen, das wird eine ganz entscheidende Frage sein im Informationszeitalter. Meetings sind ein Riesenthema. Es gab Untersuchungen, das kann ich vielleicht noch kurz ergänzen, dass in Meetings 80% der Zeit dafür verwendet wird, den eigenen Status zu verteidigen. Und andere, die mehr beitragen können, werden nicht gehört. Also die Organisation von Meetings ist eine ganz entscheidende Kiste, wie man Informationsarbeit in Zukunft besser gestalten kann. Das überspringe ich mal. Ja, Teamarbeit ist ein wichtiges Thema. Wie organisieren wir die Arbeit im Team? Muss wirklich jeder alles wissen und über alles mitentscheiden? Oder reicht es aus, zu gucken, wer braucht eigentlich welche Informationen, um effektiv arbeiten zu können? Dann vielleicht der Blick in Ihr Unternehmen oder in Ihre Organisation. Ziehen wirklich alle an einem Strang? Ziehen die auch in die gleiche Richtung? Also da ist auch wieder Zielvereinbarung ein wichtiges Thema. Soziale Kompetenz, eigentlich das Thema in Zukunft im Projektmanagement. Das heißt, wie gehe ich mit Konflikten um? Lerne ich Fragen zu stellen, lerne ich zuzuhören. Und jetzt sehe ich Nika im Bild und das heißt für mich, ich bin leider am Ende und bedanke mich aber für Ihre Aufmerksamkeit. Ich fasse noch kurz zusammen. Wir haben mehr Informationsarbeit als jemals zuvor. Eine schnellere EDV wird uns nicht helfen. Wir müssen die Informationsflüsse optimieren. Darum geht es. Und vor allen Dingen zwischen Menschen, also zwischen den beteiligten Akteuren müssen wir die Kooperation fördern. Ich bedanke mich. Ich freue mich jetzt noch auf eine spannende Diskussion. Ich hoffe, auch wenn ich jetzt nicht die perfekte Lösung anbieten konnte, wie Projektmanagement in Zukunft aussehen wird, hoffe ich doch, dass ich einige Anregungen geben konnte und bin jetzt auch noch ein bisschen im Chat, und kann noch Fragen beantworten. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Peter, für deine Präsentation. Ich fand sie sehr interessant. Ich möchte unsere Zuhörer darum bitten, dein Webinar zu bewerten für uns. Sie können den Link in den Browser kopieren und dann die Umfrage beantworten. Das Passwort für die Umfrage lautet so, wie unser Projekt heißt, also E-Cool. Nochmal der Link und das Passwort. E-Cool. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich bei dir, Peter, dass du uns die Präsentation durchgeführt hast. Und ich verabschiede mich von den Teilnehmern. Ich schalte für dich einen großen Chatbot hier, damit du halt noch mit den Teilnehmern chatten kannst und damit sie dir Fragen stellen können. Du kannst vielleicht auch deine Kontaktdaten angeben. Und ich verabschiede mich aus der Runde Ja. und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ja. Vielen Dank, Nika, und alles Gute und wir hören und sehen uns noch und ich bin jetzt noch ein bisschen im Chat und kann auch Fragen beantworten. Wiedersehen. Vielleicht erstmal meine Kontaktdaten. Ja, Herr Bonser fragt, die Essenz ist also Kommunikation ist alles. Jein, also es kann auch ein zu viel an Kommunikation geben. Ich würde eher sagen, das Entscheidende ist, dass die richtigen Informationen an die richtige Stelle fließen im Projekt oder in der Organisation, im Teamzusammenhang. Also die Projektmitglieder müssen sich darüber austauschen, wer welche Informationen benötigt, um effektiv arbeiten zu können, damit alle Bescheid wissen, oh, okay, da ist jetzt diese Information reingekommen und die braucht jetzt Herr oder Frau XY und da muss sie so schnell wie möglich hin.
Und da spielen natürlich zwischenmenschliche Sachen eine wichtige Rolle. Also wenn zwei Leute im Team sich nicht grün sind und da fließt die Information nicht, das kann wirklich zu großen Schäden führen, weil ja bestimmte Projekte aufgehalten werden, weil Entwicklungen verzögert werden. All das spielt da eine große Rolle. Also ja, Kommunikation ist nicht alles. Es kommt eher auf die Information. Ja, vielen Dank auch nochmal für das Feedback. Ich habe den Chat jetzt während der Präsentation gar nicht so verfolgt. Ja, freut mich, dass der Vortrag inspirierend war und ja, interessant war. Ja, vielleicht nehmen Sie ein paar Anregungen mit. Und ich würde mich freuen, wenn wir da auch in Diskussion kommen. Also wirklich in einen Austausch über die Fragestellung, was können wir denn jetzt in Zukunft machen? Ja, Herr Bonsack schreibt noch, die Grundvoraussetzung ist Medienkompetenz. Ja, würde ich sagen, genau. Also ich muss die Informationen filtern. Ich muss wissen, was ist wichtig für meine Arbeit, was ist wichtig für die Arbeit anderer, von den Kollegen. Ja, genau. Also eine gewisse Professionalität, definitiv. Man muss nicht privaten Bier trinken, man muss nur produktiv arbeiten. Und eigentlich die Überwindung von destruktiven Verhaltensweisen im Arbeitskontext, das ist eigentlich so der Knackpunkt. Also da sind die Informationsflüsse gestört, wenn Personen sich nicht grün sind. Im Arbeitskontext. Ja, vielen Dank für das Feedback an RD. Ja, wir versuchen natürlich in der EQUIT-Webinarreihe möglichst interessante Themen aufzugreifen. Die dritte Reihe ist bereits in Planung. Die wird zum Sommersemester beginnen, also im April. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie da wieder einschalten.